Das Sommertheater in Niederösterreich überzeugt durch die Vielfalt der Spielorte und alle Arten der dargebotenen Künste. Ein Festival ragt heraus. Durch Spitzensänger und auch als Talenteschmiede für den Nachwuchs. Vor allem aber durch den Spielort. Das Stift Klosterneuburg, die Wiege Österreichs. Vom Babenberger Markgraf Leopold III. Gegründet, von Kaiser Karl VI. Als österreichische Residenz geplant, aber unvollendet geblieben, steht dieses Juwel der Baukunst über der Donau. Seit 1994 wird das Stift für einen Monat zur Opernkulisse. Eine Open-Air-Bühne muss mit wetterbedingten Herausforderungen zurechtkommen. Hier gehen gefürchtete Gewitter nieder. Und es kann auch sehr heiß werden. Trotzdem kommen die Künstler gerne in die Oper Klosterneuburg-Familie. Für viele Sängerinnen und Sänger war und ist das Festival Start zu einer Weltkarriere. Seit 1998 leitet der Regisseur und Kulturmanager Michael Garschall das Festival mit großem Erfolg. Das Stift Klosterneuburg ist für mich und meine Festspiele wohl das schönste Bühnenbild der Welt. Ich bin ein anderer Mensch, wenn ich beim Stiftstor reinkomme, fühle ich mich gut aufgehoben, beschützt. Es ist sowas wie eine künstlerische Heimat. Unter dem Motto, exklusiv, aber nicht elitär, ist es Garschall gelungen, in Klosterneuburg Opernfestspiele mit einem an die nahe Weltstadt Wien angepassten hohen künstlerischen Niveau zu etablieren. Der Intendant erzählt, wie alles begann. Es gab, wie so üblich in der Branche, ein Hearing. Und da gab es viele Bewerberinnen und Bewerber und ich war wieder mal der Jüngste. Und ich glaube, ich habe überzeugt bei Vorstellungsgespräch mit meiner Energie, mit meinem Enthusiasmus, mit meinen neuen Ideen. Gleich im ersten Sommer verzeichnete Garschall mit Rossinis, der Barbier von Sevilla, einen großen Erfolg. Garschalls Erfolgsrezept heißt bis heute zeitgemäß, aber nicht abgehoben. Das Repertoire reicht von Mozart, Donizetti und Beethoven bis zu Verdi. Der Intendant erinnert sich. Die wichtigste ist immer die aktuelle natürlich. Die hat man im Kopf und trägt man mit. Aber natürlich gibt es Lieblingsproduktionen, die vom Publikum und Presse ganz besonders geschätzt wurden, die auch unseren Status in der Festspielszene gefestigt haben. Aber ganz am Anfang war da schon 99 ein wunderbarer Figaro mit dem ganz jungen Markus Werber, Florian Bösch und Annelie Bebo. Hexen berücken sie und bringen man Pein, Sirenen gleich locken sie in Fluten hinein. Dann gab es eine herrliche Zauberflöte mit Gunter Kreuzböck und Adrian Ehrröth. Schön Mädchen, jung und rein, viel heißer noch als kleine. Das ist der Teufelsinn, herrlich. Das ist der Teufelsinn, herrlich. Eine Regimentstochter, toll inszeniert und vor allem bravourös gesungen von einer Daniela Falli. Und im Vorjahr den Bajazzo mit einer großartigen Besetzung von Clemens Unterreiner bis zu Rabischwili und Clemens Sander. Ja, da gibt es natürlich vieles, an das man sich gerne erinnert. Ja, natürlich an Hoffmann, den Filmregisseur Julian Bölsler inszeniert hat. Das war seine erste Regiearbeit, seine erste Opernregie, was uns wirklich einen ganz großen Erfolg eingebracht hat und wo das
wo die Schlangen an der Abendkasse quer über den Stiftsplatz gingen, und an das erinnert man sich natürlich sehr gerne zurück. Selbst inszeniert hat Michael Garschall nur ein einziges Mal in Klosterneuburg, nämlich 2002 Donizettis Liebestrank. Das hat mir ganz großen Spaß gemacht. Ich habe sehr gerne und sehr lange auch Regie geführt und habe mir mit Liebestrank einen Wunsch erfüllt, das hier umzusetzen. Ist natürlich dann eine Doppelbelastung und man muss schauen, dass nicht irgendwas auf der Strecke bleibt. Eva Lind hat in diesem Liebestrank ihre erste Adina gesungen auf der Bühne, und ihr zur Seite stand ein ganz junger slowakischer Tenor mit 21 Jahren. Pavol Preslik hieß er zu dieser Zeit, und Pavol Preslik, wie er heute in der Opernszene heißt, hat eine ganz große Karriere gemacht. Unvergessen seine Tenore, immer vor Diva Lacrima. Die Augustiner Chorherren öffnen eigens für dieses Event die Tore zum Kaiserhof, der sonst Teil der Klausur ist. Wir sind einmal zunächst sehr dankbar, dass dieser Kaiserhof überhaupt geöffnet wird für die Oper, dass man im Vorzimmer der Chorherren sozusagen ein Spektakel stattfinden lässt. Ich habe das Gefühl, dass sich die Stiftsherren über unsere künstlerische Arbeit sehr freuen, auch stolz sind auf das, was wir hier machen. Also wir sind da einfach ein gutes Team, und das seit 20 Jahren. Man schaut schon immer wieder mal vorbei. Es ist ja auch eine eigene Welt, die hier entsteht über den Sommer in Klosterneuburg, und das ist schon etwas sehr Spannendes und auch ein bisschen schön so zu entfliehen, und in jedem Jahr gibt es ein neues Thema. Von Wortstiftung her wird eine große Palette aufgezeichnet, und daher soll man dafür die Tore aufmachen und die Fenster, dass immer eine frische Luft hineinkommt und vor allem die Menschen einen Zugang haben, wenn sie das wollen. Das vorige Jahr, wie man selber in der Verfassung ist, wenn man so in Stimmung ist, und dann geschieht sowas. Ah, das ist ja... Während der Proben schaut auch Elisabeth Reiner vorbei, die seit der ersten Stunde eine treue Besucherin des Festivals ist. Es ist ein Traum hier. Wenn man am Abend da sitzt und der Himmel dann noch so gerade in der Dämmerung glitzert, hin und wieder eine Wolke drüber geht, ein Vogel drüber fliegt. Ich habe das Gefühl für, und diese Arien dann hier auf der Bühne, diese wunderbaren Sänger. Ich sitze da manchmal da und denke ich mir, ich bin so glücklich, dass ich das erleben kann. Es ist ein Stückchen Himmel für mich. Proben im Kaiserhof. 2017 stellt Michael Garschall die Oper Le Comte Ory von Gioachino Rossini, ein wenig bekanntes Werk, auf die Bühne. Der Graf Ory steht schon sehr lange auf meiner Wunschliste. Das ist nicht nur fantastische Musik, man braucht 6 koloraturengewandte Sängerinnen und Sänger. Und da habe ich sehr lange gesucht und ich habe sie gefunden. Man kann heuer ein fantastisches Ensemble aufbieten hier in Klosterneuburg und erfülle mir damit einen Herzenswunsch zu meinem 20-jährigen Jubiläum.
Die Auswahl des Leading-Teams trifft Michael Garschall mit größter Sorgfalt. Von der richtigen Auswahl hängt schließlich der Erfolg der Oper Klosterneuburg ab. Das ist ein besonderes Ambiente, wo die Inszenierung auch reinpassen muss. Mit dem Regisseur braucht es ein Gesprächsklima. Der französische Regisseur François de Carpentries ist bestens mit Rossinis Opern vertraut. Er inszeniert seit 30 Jahren auf der ganzen Welt und plant seine Operninszenierungen bis ins Detail, um dann während der Proben den Sängern größtmögliche Freiheit zur eigenen Entfaltung einzuräumen. Ich arbeite in der Weise, dass ich bringe zu den Sängern eine visuelle Partitur oder eine Personenregie-Partitur, würde ich sagen. So, es ist ein bisschen wie die Partitur gedacht. Eine Partitur ist wie ein Gitter. Man muss die Noten respektieren, folgen und dann dazu bringt man seine eigene, oder, ja, seine eigene Interpretation, seine eigene Menschlichkeit und Freiheit. Der österreichische Dirigent Christoph Campestrini stand schon bei Don Pasquale, Rigoletto und Baiazzo am Pult im Kaiserhof. Für ihn ist Le Comte Ory eine Entdeckung. Rossini at its best, würde ich mal sagen. Also die Spritzigkeit der Melodien, fantastische Ensembles, unglaubliche Situationskomik, die auch musikalisch perfekt umgesetzt wird in der Partitur. Unmittelbar vor und während der Bühnenproben finden im benachbarten Caretta-Saal die sogenannten Korrepetitionsproben statt. Christoph Campestrini probt einzeln und im Ensemble mit Klaviermusik auch kleinste musikalische Details. Ja. Wunderbar. Achtung bitte, bei Retouble verwendet man sehr viel Konsonanten. Retouble. Das ist genau das, was die Oper Klosterneuburg für die verschiedensten Seiten interessant macht. Dadurch, dass wir hier 6 Wochen Probenzeit haben, gibt es die Möglichkeit, eine Partie wirklich in der Tiefe und in allen Aspekten auszuprobieren, kennenzulernen und damit auch zu experimentieren. Jetzt Piano beginnt Piano. Die Mezzosopranistin Margarita Gritzkova singt auch an der Wiener Staatsoper. Für sie ist Freiluftoper eine Premiere. Alles ist neu für sie. Super, wirklich Traumkollektiv, Traumsängerin. Und es ist sehr einfach, wie Spaß, wie wirklich Urlaub. Weil das ist nicht, das ist so locker und trotzdem, wir arbeiten viel. Der moldawische Tenor Iurie Ciobanu hat 2008 den Don Ottavio in Mozarts Don Giovanni bei Oper Klosterneuburg gesungen. Die Rolle des Grafen Ory hat er neu einstudiert. Über Comte Ory habe ich nicht gedacht, dass sie werde das singen. Und ist unbekannt oder wenig gesungen, weil es sehr schwer für den Tenor, der Hauptpartie, er ist sehr hoch. Er ist sehr hoch, aber machbar. Ja, ich finde, Adele ist eine der definitiv herausforderndsten Partien, die ich je gesungen habe. Rossini hat ja gleich zu Beginn eine wirklich sehr, sehr schwere 10-minütige Arie geschrieben. Und dann geht es aber erst los. Dann folgen noch 1,5 Stunden Stück oder 2 fast. Architekt Hans Kudlich ist durch einige Produktionen bereits mit den Verhältnissen im Kaiserhof bestens vertraut. Ich kann mich an wunderbare Premieren auch erinnern, wo das Wetter wunderbar mitspielt und dann trägt die Atmosphäre uns hinter oder auf der Bühne und das Publikum weit. Ich kann mich an eine sehr traurige Geschichte erinnern, zum Beispiel beim Don Giovanni, der sozusagen das ganze Stück läuft auf einen dramatischen Höhepunkt am Schluss hinaus und das Stück ist lange und genau dieser Höhepunkt war uns durch die Witterung vermisst. Das Stück wurde 10 Minuten vor Ende abgebrochen, witterungsbedingt. Aber ich kann mich auch an den schönen Don Pasquale erinnern, den haben wir auf 50s gemacht, 50er Jahre hier erinnern. Das hat wunderbar funktioniert.
zwei Zauberflöten, die du hier gemacht hast. Wie unterschiedlich waren die? Es waren genau genommen 1,5, wenn ich ehrlich bin. Die zweite Zauberflöte, da war ich so eine Art, wie soll ich sagen, Konsulent oder ein Partnerbühnenbildner, den ich mir, wir haben ein Team gebildet hier, um Dinge nicht zweimal zu machen. Die Zauberflöte war wunderbar. In diesem Jahr hat er sich etwas Besonderes einfallen lassen. Neben den technischen Dingen habe ich zu vertreten, dass worauf man hier 2,5 Stunden hinsehen wird. In unserem Fall ist das ein Zitat des Mittelalters, das wir uns mit einer mittelalterlichen Buchmalerei auf die Bühne geholt haben. Zu lesen ist ein Text aus Le Comte in der französischen Originalversion, den wir angereichert haben mit Vignetten und Elementen, die uns die Atmosphäre des Mittelalters in den Hof holen. Der Bühnenboden wurde mit 25% Steigung konstruiert, was einerseits Auftrittsmöglichkeiten dem Barocktheater entsprechend aus der Unterbühne ermöglicht und andererseits dem Publikum auch in den hinteren Reihen eine gute Sicht auf die Bühne bietet. Für Architekt Kudlich noch immer nicht steil genug. Ich hätte es mir gewünscht, dass es fast senkrecht aufsteigt. Also ich würde Seilakrobaten auch gerne verwenden. Wenn man oben steht, ist es tatsächlich eine Herausforderung, auch an die körperliche Konstitution. Die Sopranistin Daniela Falli ist ausgefallene Bühnenkonstruktionen gewohnt trotzdem. Als ich die Bühne zum ersten Mal sah, habe ich auch geschluckt. Hier interessanterweise hat Herr Kudlich eine ganz interessante, so eine Art Klebefolie drauf gemacht, wo man wirklich festhaftet. Also ich habe das Gefühl, ich könnte fast mich irgendwie ins Freie weglehnen. Ich würde immer noch kleben bleiben, wie so in einem Spinnennetz. Und das ist eigentlich, gibt ein ganz gutes Gefühl. Für den Dirigenten bringt die starke Steigung der Bühne eindeutige Vorteile. Also funktioniert das recht gut, zumal ja auch die Sänger akustisch durch die ansteigende Schräge wunderbar verstärkt werden. Das heißt, ich freue mich sehr über das Bühnenbild heuer. Daniela Falli feiert in Klosterneuburg ihr viertes Rollendebüt mit der Gräfin Adele. Intendant Garschall musste sie aber erst von der Rolle überzeugen. Er hat mich wirklich lange überredet, diese Comtesse Adele zu singen. Ich kannte das Stück nicht und ich war anfänglich auch etwas skeptisch, aber er hat natürlich wieder mal völlig recht gehabt und das ist eine hoffentlich, glaube ich, gute Partie für mich. Ja. Daniela Falli hält der Oper Klosterneuburg seit vielen Jahren die Treue. Ich möchte jetzt sagen, schon fast eine langjährige Freundschaft. Ich habe vor ziemlich langer Zeit schon debütiert als Esmeralda in der Verkauften Braut. Mein persönliches Highlight war, glaube ich, wirklich die Regimentstochter. Also das habe ich so sehr genossen und die durfte ich dann auch wirklich noch in die Welt tragen. Die Gilda war ein ganz neuer Schritt in eine ganz neue Richtung. Ich freue mich immer wahnsinnig, wenn ich wieder hier sein darf. Es ist eine wunderschöne Naturakustik, die ich unglaublich liebe. Wir können zu Hause wohnen bleiben, was ich unglaublich genieße. Und ja, eine große Zuneigung zum Festival. Zur Inszenierung gehören neben dem Bühnenbild auch die Kostüme und die stilgerechte Maske. Cilla Domjan sorgt seit vielen Jahren als Chefmaskenbildnerin für den richtigen Make-up-Ton und die Frisuren. Die Kostüme von Karin van Herke werden an die Figur der Darsteller angepasst. Die Kostüme müssen zur Inszenierung und zur Zeit passen. Sie sollten den Darstellern die nötige Bewegungsfreiheit geben. Ganz wichtig beim Sommertheater, die Stoffe dürfen nicht zu dick sein. Das ist nicht zum ersten Mal, man ist so sehr viele Kleidung oder so, ist nicht zum ersten Mal, sind wir schon gewöhnt mit das. Aber wir haben schon gesprochen, so dass die Kostüme sind nicht so extrem
dick oder dass die können das überleben. Oper Klosterneuburg gilt seit 20 Jahren als Talenteschmiede, ein wichtiger Ort auf dem Sprung zur großen Karriere. Da hatten wir oft ein sehr gutes Händchen, dass wir die rechtzeitig entdeckt haben, und das ist sehr oft gelungen, und wir haben da viele Karrieren mitbegründet, auf das sind wir sehr stolz. Und auch jetzt nach 20 Jahren kann ich sagen, dass ich mich sehr freue, dass diese Künstlerinnen wieder nach Klosterneuburg zurückkehren, sich oft in neuen Fächern befinden, neue Rollen hier dann singen und erarbeiten, und da sind wir schon eine Oper Klosterneuburg Familie geworden. Das war im Sommer 2003 für eine Produktion von der Zauberflöte, und ich kann mich sehr gut erinnern, es war ein sehr heißer Sommer, also ein stabiler Sommer, das was natürlich immer wichtig ist bei einem Open-Air-Festival, und ich verbinde wahnsinnig viele schöne Erinnerungen damit, weil einfach einmal die Location, wie das auf Neudeutsch so schön heißt, einfach atemberaubend ist. Und wenn man eine Produktion, wenn man Teil einer Produktion ist, die einfach sehr erfolgreich war, dann ist das einfach dann im Langzeitgedächtnis ist einfach was Positives eingespeichert. Ich sage immer so ein bisschen Vorsommerloch, Anfang Juli, wo eben die Premiere hier ist, generiert es doch durchaus ein großes öffentliches Interesse, und auch damit muss man dann irgendwie mal lernen umzugehen, und dafür ist Klosterneuburg durchaus ein Sprungbrett, wo man einfach ein bisschen auch lernt, bis zu einem gewissen Grad mit Medien umzugehen oder einem gewissen öffentlichen Druck auch ausgesetzt zu sein, und aus dieser Perspektive hat es absolut schon einen gewissen prägenden Charakter gehabt. Ja. Ich habe hier 4 Produktionen schon gesungen. Und habe auch vor über 10 Jahren auch in Klosterneuburg meine Karriere begonnen. Damals bei Hoffmanns Erzählungen. Also ich war schon, muss ich sagen, sehr froh, wie ich letztes Jahr eben im Bajazzo den Tonio gemacht habe. Denn das ist für einen Bariton eine große Herausforderung. Und man singt bis zum Ass hinauf und hat auch tiefe Passagen. Spielt sehr viel, und das ganze Metier in diesem fahrenden Zirkus, und das hat mir einfach gefallen, Verismo auch zu singen. Aber ich erinnere mich noch sehr gern zurück an den Fidelio. Und da habe ich den Minister gesungen im Fidelio und bin ganz oben in schwindelnder Höhe gestanden auf einem Gerüst und habe hinuntergesungen und habe die Güte verströmen lassen. Also an das erinnere ich mich sehr gerne. Die Schmiede klingt immer so elitär, aber der Michael Garschalt hat eine Ahnung von Stimmen. Und er hat immer sehr früh erkannt, wie er wen einsetzen kann. Das ist etwas, was die Oper Klosterneuburg ausmacht. Der Vogelfänger bin ich hier, die Oper Klosterneuburg war für mich schon zu Studentenzeiten ein Ort, wo ich gerne gesungen hätte. Und als Student war immer der Wunsch da, in diesem wunderschönen Ambiente zu singen. Und es hat dann einige Jahre Berufserfahrung gebraucht, bis ich soweit war, auch hier an diesem wunderschönen Ort singen zu dürfen. Und ich habe mein Debüt mit Papageno gegeben. Welche Freude wird das sein? Wenn die Er wählt seine Sänger immer sehr, sehr genau aus, dass wirklich die Sänger untereinander auch zusammenpassen. Das Wunderbare an der Idee Oper Klosterneuburg besteht ja darin, dass bereits arrivierte Sänger, die oft hier vor vielen Jahren begonnen haben, zusammen mit jungen Ensemblemitgliedern ein Team bilden. Hier spürt man, sie singen, und sie singen alle. Ich meine auch die Frau Falli, ich liebe sie. Mit so viel Begeisterung, mit so viel Schwung, es kommt so viel herüber. Und das spürt der Zuschauer. Die Nähe zu Wien bringt einerseits den Druck, höchste Qualität liefern zu müssen. Andererseits ist ein zahlreiches, interessiertes Publikum garantiert.
Michael Garschall möchte alle Menschen ansprechen. Die Oper Kloster Neuburg muss für alle offen sein. Und das war auch immer ein Traum von mir, dass ich die Operntore auch weit öffne, dass auch Menschen für die Oper angelockt werden, die mit klassischer Musik nicht in Berührung kommen. Gibt es viele Initiativen, die ich hier starte. Und natürlich auch mit der Oper für Kinder, die ich seit Anfang an hier mache, also auch seit 20 Jahren. Wo mir nicht nur das Publikum von morgen sehr wichtig ist, sondern das junge Publikum von heute. Heute erreicht Operkloster Neuburg jeden Sommer rund 11.000 Menschen. Lag die Auslastung 1998 mit knapp 600 Plätzen noch bei 92%, werden es 2017 bei jetzt 850 Plätzen rund 97% sein. Wir sind in der glücklichen Lage, dass die Stadtgemeinde Kloster Neuburg Veranstalter ist. Also die Stadtgemeinde übernimmt auch die Ausfallshaftung und das ist eine wunderbare Zusammenarbeit. Die Festspiele sind sehr gut eingebettet in die Stadt und natürlich bekommen wir eine Subvention vom Land Niederösterreich und haben Sponsoren und Gott sei Dank eine sehr, sehr hohe Kartenauslastung, wo wir uns immer so um die 60% mindestens bewegen und das ist schon ein sehr, sehr schönes Einspielergebnis. Das Verhältnis, es ist im Grunde ein unaufgeregtes, erfolgreiches. Er soll alle Freiheiten haben, die er benötigt und wir haben die Ergebnisse, die wir natürlich auch gerne sehen. Das heißt viel Besucherzuspruch und vor allem auch künstlerisches Niveau, das am Rande der Weltstadt bestehen kann. Zurück bei den Bühnenproben. Sie finden tagsüber statt. Im Kaiserhof sind Temperaturen über 40 Grad die Regel. Eine Herausforderung auf der Bühne. Die Sonne macht natürlich auch, die reagiert auch auf das, was wir auf der Bühne bauen, hier unangenehm. Die Materialien dehnen sich aus, die Bühnenböden wölben sich. Alles das passiert, aber wir wissen es und wir wissen damit umzugehen. Ich bin ein Bauernbub. Deswegen, ich bin am Land aufgewachsen und mein Immunsystem wurde geeicht. Für mich ist das im Sommer eine richtige Befreiung, dass ich in der Natur singen darf. Ich liebe Sonnenschein, mich stört das überhaupt nicht und ich freue mich über jeden schönen Tag. Würde es regnen, wäre es viel schlimmer. Also ich bin sehr gerne in der Sonne. Die Aufgaben eines Intendanten sind vielfältig. Vom Engagement der Künstler und deren Betreuung bis zur Sponsorensuche braucht es sowohl Einfühlungsvermögen als auch Verhandlungsgeschick. Nach 20 Jahren ist Michael Garschalls Motivation ungebrochen. Sie scheint sich noch weiter zu steigern. Schon hat er die nächsten Ziele im Auge. Die Qualität muss unser oberstes Ziel bleiben. Da halte ich es ganz mit Nikolaus Harnoncourt, der immer gesagt hat, dass Zufriedenheit in der Kunst das Ende der Kunst ist. Also da muss es immer eine Weiterentwicklung, immer ein neues Suchen geben, das ist mir ganz wichtig. Ich träume natürlich von weiteren Aktivitäten rund um die Festspiele, einer Opernakademie für junge Sängerinnen und Sänger, für eine Mini-Produktion der Oper für Kinder und wichtig ist mir auch, die Operntore zu öffnen für ein neues Publikum. Also Oper muss für alle da sein und das gelingt uns in Kloster Neuburg hier ganz gut.